Ja, liebe Freunde der Zocker-Lounge, herzlich willkommen zurück bei den Siedlern 2 in der History Edition Mission 3 mit in der Römerkampagne. Und ich muss mich ganz kurz orientieren, denn ich konnte jetzt 2 Tage nicht mehr spielen. Daher seht's mir geschwind nach. Was ist denn hier los? So. Hab ich die erst gebaut? Ja. 1, 2, 3 Geologen, danke. Und hier brauchen wir auch nochmal Geologen. So, Folgendes. Wir warten hier auf Ritter. Genau, so war das. Ich habe mich nicht getraut, jetzt direkt weiter anzugreifen, dass ich wenigstens noch ein bisschen habe, denn er hat ja noch einen Haufen Ritter. Hier baue ich einen Katapult. Hier, könnten wir das spaßeshalber auch machen, falls jetzt die Ritterproduktion stockt, ist ja das vielleicht schneller, aber keine Ahnung, ehrlich gesagt. So, hier bauen wir ein Lager, damit wir das Gold schneller hier vorbringen. Haben wir eigentlich noch Gold? Hier ist nichts mehr drin. Okay, hier oben müsste dann aber... Ja, 35, wir haben noch jede Menge Gold eigentlich. Und hier, die sind auch... Habe ich die erst gebaut? Ich glaube, ich habe die erst gebaut, oder? Eisen gefunden, ist irgendwo eine... Oh. Oh. Schade. Okay. Mist. Keine weiteren... Mein Gott, das geht ja aber hier das fröhliche Abreißen los. So. Jetzt weiß ich aber nicht, bist du hier oben neu? Oder nicht? Wir haben hier hinten nur noch Kohle. Die kann ich auch abreißen. Wir haben hier hinten nur noch Kohle. Haben wir überhaupt noch... Hier ist auch noch viel... Also viel. Du bist doch auch blatt. Kohle gefunden. Was? Durch dieses Gebäude haben sie Land verloren. Ja, toll. Mir doch egal. Sind die mittlerweile hier wieder besetzt? Nicht wirklich. Und der muss kämpfen und braucht... Was braucht er eigentlich? Ihr kriegt Gold, ihr braucht's nicht. Du bist nur ein Ritter, das ist ein bisschen... Na. Hier sind auch... Warum sind dann hier 3 drin? Also woran liegt das? Hab ich Bier? Jede Menge. Okay. Hab ich Waffen? Nein. Und das liegt daran, weil... Mir aber eher Kohle fehlt wie Eisen, ne? Auf jeden Fall können wir hier nochmal locker getrost 2 Eisenbergwerke setzen. Das ist sicher keine schlechte Idee. Und die verbinden wir natürlich auch noch so. Gut. Kohle gibt es hier auch. Die Goldproduktion liegt natürlich jetzt total ab vom Schuss. Aber auch da ist eher so das Problem. Kohle. Kommt schon. Hier habe ich noch ein paar Geologen... Keine Ahnung. Was ist eigentlich hier los? Gibt es hier Ultrastau mittlerweile? Mir fehlen aber auch noch Esel ohne Ende. Es tut sich denn da nichts? Okay, da fehlt Wasser. Das ist ja auch interessant. Das können wir unter Umständen kurzerhand mal lösen. So und so vielleicht. Okay. Ich glaube, der Weg wäre eh sinnvoll. Werkzeugproduktion habe ich gestoppt. Guck mal, du bist auch verbraucht. Doch, da kommen Geologen. Okay. Keine weiteren Fischbestände. Das geht ja gerade so beschissen weiter hier. Dann tschüss, dann kannst du auch weg. Nächste Bergwerk, tschüss. Sie werden angegriffen. Bleib bitte am Leben. Danke. Wenn ich irgendwo was... Schau mal, wenn ich den abreiß, kriege ich auch wieder einen Ritter. Das könnte man mal probieren. Und die Fahne können wir wegmachen. Und die Fahne können wir wegmachen. So. Wasser interessiert mich nicht. Ein Lager ist fertig. Das interessiert mich. Und hier habe ich...
So ein Schlag. Gut, wenigstens sind die Katapulte fertig. Hier können wir leider keine hinbauen. Und da das jetzt hier offensichtlich doch noch ein bisschen was Längeres wird, kriegt ihr auch noch Fahnen. So. Okay, das heißt für mich, Gold auslagern und Bier auslagern und Waffen auslagern. Und auch Ritter. Das sind Ritter. Come on. Alle raus. Mit euch. So, das Gold geht rüber, die Ritter nicht. Der Ritter hängt hier drin, warum? Das ist interessant. Was ist das jetzt wieder für ein Blödsinn hier? Hier habe ich euch ja... Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Okay, ihr verlasst aber auch... Ihr verlasst aber auch das Gebäude nicht. Aber hier ist doch... Wieso rennt er nicht in das Lager? Fragen über Fragen. Also das funktioniert nicht, das kann ich mir schenken. Wir können die Reserve natürlich leer machen. Vielleicht bringt das was. Das verstehe ich nicht. Warum gehen die jetzt nicht in das vordere Lagerhaus, meine schönen Ritter? Beziehungsweise warum gehen sie überhaupt nicht raus? Vorhin mal gedacht, ich hätte die hier hin transportiert. Und hier sind ja auch welche drin, 4 Elite. Und warum geht hier keiner mehr hoch? Das kann doch eigentlich nur bedeuten, dass hier irgendein Mist eingestellt ist. So vielleicht? Und Verteidigung vielleicht ein bisschen... Was heißt eigentlich das mit den Schilden? Also das oberste ist mir noch einleuchtend, ne? Das heißt, alles soll rekrutiert werden, was da ist an Ressourcen. Das zweite mit Schilden, das sagt mir schon gar nichts. Das dritte ist... hat was mit Verteidigung das zu tun. Und das vierte ist... wie viele Einheiten greifen an? Das heißt dann wahrscheinlich, wie viele bleiben zur Verteidigung hinten? Ja, jetzt gehen aber ein paar raus. Aber die werden wahrscheinlich gleich weiterlaufen. Also ich habe mit den Einstellungen... Okay, ihr geht jetzt in die Burg. Das ist toll. Nur, da will ich euch nicht. Mach's mal so. Gehen da noch mehr raus. Vielleicht bringe ich euch ja so in das vordere Lagerhaus. Hier, verlasst ihr das Gebäude. Ja, da läuft einer. Dieses Bergwerk ist auch für... Ja, lecco mio. Ja, lecco mio. Wo haben wir denn noch was? Ah, hier, schaut mal. Also, dann bauen wir hier nochmal Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Der ist doch auch verbraucht. Puh, Kohle gefunden. Ja, toll. Ich habe ein Problem, wenn es so weitergeht. So, auch du darfst brennen. Hier tun wir mal noch ein bisschen forschen. Vielleicht bringt mir ja das was. Und verliert er eigentlich noch Militär? Ja, naja. Ist toll, wenn man total viel Ritter hat, aber da vorne nichts besetzt wird. So, jetzt sind hier wieder 6 Einheiten drin. Okay. Dann, wenn ich dich... Oh, verbraucht. Gut, tschüss. So. Kohle gefunden, keine Briefe. Also, was ist das? Ist das ein Bug? Ich weiß es nicht. Ihr rennt auf jeden Fall weiter. Und nicht da hoch, wo ihr hin sollt, an die Front. Also, wenn ich euch jetzt wieder leer mache, und zwar so, dann geht ihr doch jetzt hier in das Lagerhaus wenigstens, oder?
Genau, das ist doch schon mal was. Können wir auch noch einen Weg hinbauen, so. Eisen gefunden, Bergwerk ist verbraucht. Oh mein Gott. Okay, und tschüss und tschüss. So. Bauen wir doch noch hier einen Weg hin. So, Gold gefunden? What? Das ist ja nett. Auf jeden Fall haben wir hier einen Haufen Kohle. Da hätten wir auch noch einen Berg, den wir abchecken können. So. Ihr geht immer noch nicht da hoch. Dann machen wir jetzt Folgendes. Dann probieren wir jetzt einfach mal aus, was passiert, wenn ich jetzt den hier leer mache. Jetzt müssten ja alle gehen. Überall. Genau. So, und jetzt mache ich euch direkt wieder... Machen wir mal so, so und dann machen wir mal so. Was passiert jetzt? Es kommen auf jeden Fall welche raus. Bin mal gespannt, wo ihr hingeht. Okay, da unten ist jetzt auch... Ich hoffe, der greift mich jetzt nicht an. Das wäre... vielleicht ein bisschen unglücklich. Okay, also hier gehen jetzt drei rein. Das ist toll. Es gehen hier welche hoch. Natürlich geht hier jetzt hier keine Elite hoch. Das ist schon mal nicht so gut. Mittlerweile ist auch das Katapult fertig geworden. So, wo geht ihr hin? Kommen jetzt wieder nur zwei. Ja, so eine Scheiße. Was ist das mit diesem Gebäude hier? Was soll das? Okay. Dann, boah, machen wir irgendwas Cooles. Trotzdem, vielleicht reißen wir uns dann diesen hier unter den Nagel. Wir können den mit vier angreifen. Nehmen wir am besten drei. Los. Irgendwo muss doch einer nachkommen da unten, ne? Immerhin. Ich muss ihn definitiv mehr angreifen. Immerhin habe ich jetzt hier ein paar Ritter drin stehen. Also, für mich ist das Ganze hier nicht logisch. Sei es drum, ja. Den können wir mit einem angreifen. Komm, mach. Mach, mach, mach. Warum ist das jetzt? Hat er sich gerade hier selber einen abgerissen? Komm, du schaffst das. Bin ich eigentlich verrückt, nur mit einem anzugreifen, aber er ist immerhin Elite und er hat ja kein Gold. Also könnte ihm das schon wehtun. Tut's auch. Verdammt weh sogar. Mindestens so viel wie dieser MIDI-Sound in Siedler 2. Come on, Bluebyte, ich will ein Patch. Im Discord lachen sie mich ja schon aus, ne? Weil ich die ganze, jeden Tag schreibe, dass ich meine Objekt-Engine in Siedler 4 haben will. Ich will die gleiche Grafik wie in der Gold-Edition. Jetzt werde ich schon dafür ausgelacht. Naja. Weil die Jungs alle lieber Multiplayer spielen wollen. Gut, das kann ich auch nachvollziehen. Bis sie einmal gegen mich gespielt haben und dann wird das Geheule groß. Nein, natürlich nicht. Komm, jetzt Ritter nach. Ja, wenigstens kriegen die da oben ein paar. Das trifft sich ja gut. Also, warum der nicht besetzt wird, keine Ahnung. Da stimmt irgendwas nicht. Das muss wohl ein Fehler sein, denn die drüber werden ja jetzt auch voll gemacht. Das trifft sich aber gut. Das heißt, ich kann ihn hier angreifen mit 5 und tu das jetzt auch. Und ich hoffe mal, dass es seinen Tod bedeutet. Und den roten ignorieren wir weiter und versuchen dann einfach zum Portal hochzukommen. So, mal gucken. Vielleicht hat er auch nur einen drin. Ah ne, da wird schon... Okay, einer ist tot, der ist tot, der ist tot. Let's go. Oh,
Was passiert hier? Stirb. Oh, leck. Jetzt kommen ja doch Beförderte. Also könnte das hier doch noch ein härterer Kampf werden. Dauert noch ein bisschen. Okay. In Ordnung. Feindliches Gebäude eingenommen. Ja, okay, okay. Oh, wer ist da? Ich habe ganz schön Schwund. Habe ich wenigstens Nahrung im Überschuss? Na, ich habe Bier im Überschuss, ne? Das reicht doch. Fleisch, Brot, nö. Also ehrlich gesagt, vor allem, warum kommt da eigentlich gar kein Getreide hin? Aber hier auch nicht, ne? Haben wir Getreideüberschuss, jede Menge. Also dann machen wir doch einfach noch eine Windmühle. Und wie sieht es meiner Schweinezucht? Der geht's gut. Denen geht's gut. Oh! Ich glaube, ich habe gewonnen. Also, was heißt gewonnen? Macht weiter. Wo ist das Portal? Ich habe gedacht, der wäre jetzt ganz platt, aber der lebt ja noch. Der hat ja nur sein Lager verloren. Feuer frei. Let's go. Boom. Muss ich nach links oder nach rechts? Wahrscheinlich eher nach rechts, ne? Warte. Seit 30 Minuten nicht gespielt. Achso, ich habe die Zeit. Ja, okay. Auch so eine Sache, die in der History Edition von Siedler, also bei 2, gut, da kann ich es noch nachvollziehen, aber 3 und 4 auch nicht stimmt. Die Zeit, die angezeigt wird, läuft schneller, wenn auch nicht viel, wie die reelle Zeit. Ja, also wenn ihr da die Meldung kriegt, ihr habt seit 30 Minuten nicht gespeichert, so wie hier, dann, gut, wir können ja mal speichern, dann, was wollte ich sagen, dann sind erst 25 Minuten vergangen oder so. Ist jetzt kein Drama, ist mir halt aufgefallen, weil ich immer nach dieser Meldung die Folgen gecuttet habe. Zack, kann man den auch noch angreifen. Zack, hier ist doch nur Elite, oder? Also Angriff. Und kommen hier gleich Ritter nach. Habe ich noch welche? 11, 12, okay. Baboom. Also jetzt sollte ja wirklich nicht mehr viel Gegenwehr kommen. Was ich auch so ein bisschen schade finde, im Gegensatz zu den neueren Siedlerteilen, man gewinnt hier gar keine Ressourcen, ne? Boah, hier liegen lauter Leichen. Sind die alle verbrannt oder warum sind da nur Skelette? Boah, sieht ja übel aus. Also, man gewinnt nicht die Ressourcen irgendwie von den Wegen oder so. Das fand ich eigentlich immer cool, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel in Siedler 4 einen Platt gemacht hat, richtig fett Ressourcen zur Belohnung bekommen hat. Sprich, alles, was da rumgelegen ist, das fand ich schon nett. Feindliches Gebäude eingenommen. Okay. So. Weiter geht's. Kommen Ritter nach? Ich hoffe doch. Ja. Nur jetzt kommen lauter Pfeifen nach. Und ich sollte dann vielleicht mal... Also hier auf jeden Fall. Da auch. Ach, warum eigentlich? Da lohnt sich ja das Befördern schon wieder ein bisschen. Ach, bring die Kohle rüber. Das ist doch wurscht jetzt. So, jetzt können wir hier wieder mit 3 angreifen. Dann macht das doch mit 3. Boom. 3-mal Elite? Nee. Dieses Bergwerk... Ach, die sind alle verbraucht. Zack. Und du bist auch tschüss. Schließen wir dich noch an. Okay. Haben wir den Berg dann auch bald komplett abgefrühstückt? Hallo? Und offensichtlich habe ich das Tor erreicht. Verdammt, ich habe es gar nicht gesehen. Tagebuch. Wir haben das Tor erreicht. Und aktiviert.
Wir wissen nicht, wohin uns der nächste Schritt führt, aber wir werden ihn gehen. Sie haben diese Mission erfüllt. Das nächste Kapitel wartet auf Sie schon. Okay, in diesem Sinne, Tor betreten. Sie haben das dritte Kapitel erfolgreich beendet. Immer das gleiche Bild, ne? Auch ein bisschen langweilig, okay. So, wie heißt denn die nächste Mission? Auf hohem Backsee. Okay, liebe Zocker-Lounger, danke fürs Zuschauen. Das war dann wohl eine kürzere Folge. Tja, so perfekt kann man das nie timen. In diesem Sinne, hier geht's dann weiter mit Mission 4. Haut rein, wir sehen uns. Ciao.